Hallo und herzlich willkommen zurück bei Casual Drumming. Ich bin der Lutz und heute will ich gerne eine Videoserie anfangen. Und in der Serie wird es 7, 8 Videos geben wahrscheinlich. Und das Thema sind Group Stickings. Und die Group Stickings richten sich an alle eher Fortgeschrittenen, bis die Cracks, die Profis. Wenn ihr Anfänger seid, könnt ihr aber trotzdem zuschauen und bestimmt eine Menge lernen. Ihr könnt auch mitmachen. An sich ist das nicht so schwierig. Im heutigen Video erkläre ich euch einfach nur, was ein Group Sticking ist und wie es funktioniert und wie ihr welche bilden könnt. In allen anderen Videos, die ich dann mache, gibt es dann konkrete Beispiele und zu jedem Beispiel wird es dann ganz konkrete Aufgaben und Übungen geben. Irgendwie Fills, Grooves, Ostinati, alles Mögliche. Und ich werde versuchen, das möglichst abwechslungsreich zu gestalten, sodass in jedem Video irgendwie was Neues kommt, was man bis dahin noch nicht gemacht hat. Also, was ist jetzt ein Group Sticking? Ein Group Sticking ist ein Sticking, das besteht aus Einzelschlägen am Anfang, gefolgt von beliebig vielen Doppelschlägen. Und die Anzahl der Einzelschläge geben den Namen des Stickings vor. Also, wenn wir zum Beispiel einen Einzelschlag haben und danach Doppelschläge, wäre das ein Group 1 Sticking, weil wir einen Einzelschlag machen. Wenn wir zwei Einzelschläge machen und danach Doppelschläge, dann wäre es ein Group 2 Sticking. Wenn wir 5 Einzelschläge machen und danach Doppelschläge, dann wäre das ein Group 5 Sticking. Soweit, so gut. Wir fangen mal an ganz unten bei Group 1. Also ein Group 1 Sticking hat einen Einzelschlag und danach Doppelschläge. Der Einzelschlag wird immer laut gespielt, die Doppelschläge werden immer leise gespielt. Das kürzeste Group 1 Sticking, das wir bilden können, wäre also 3 Schläge lang und hätte einen Einzelschlag und einen Doppelschlag. Und dann geht sofort von vorne los. Also dieses Sticking ist 3 Schläge lang, es wechselt nicht die Hand. Das bedeutet, wir müssen es auch linksrum üben. Okay, das ist das kürzeste Group 1 Sticking. Es ist 3 Schläge lang, es wechselt nicht die Hand. Das nächstlängere Group 1 Sticking ist 5 Schläge lang, weil wir einen Doppelschlag dranhängen. Das geht also Einzelschlag, dann Doppelschlag und noch ein Doppelschlag und dann geht es von vorne los. Achtung, jetzt mit der anderen Hand, das wechselt nämlich die Hand und dann geht es wieder Einzelschlag, Doppelschlag, Doppelschlag. Das heißt, es ist 5 Schläge lang, wechselt die Hand. Ich mache es euch mal vor. Ne? Nächstes Group 1 Sticking wäre ein Einzelschlag und 3 Doppelschläge. Das ist also insgesamt 7 Schläge lang. Einzelschlag, Doppelschlag, noch ein Doppelschlag und wieder. Das wechselt wieder nicht die Hand. Also der Einzelschlag ist immer rechts. Das heißt, wir müssen es auch linksrum üben. Nächstes, ein Einzelschlag, 4 Doppelschläge, 9 Schläge lang, wechselt die Hand. Also, und so weiter und so fort. Also so kann man Group 1 Stickings bilden. Wenn ihr das jetzt seht und denkt, okay, was soll ich damit anfangen, wartet auf die nächsten Videos. Wenn ihr das seht und denkt, oh, wie soll ich das üben oder was soll ich da jetzt genau üben, würde ich Folgendes vorschlagen. Denkt mal noch gar nicht an Notenwerte. Also denkt nicht, das sind jetzt 16-Noten oder das sind Triolen oder das sind Quintolen oder Septolen oder sowas, sondern denkt einfach nur an das Sticking. Also rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links oder so, was auch immer das Sticking gerade ist. Denkt nicht in Notenwerten.
Und dann übt ihr jedes Sticking einfach so lange, bis ihr denkt, dass das einigermaßen rund läuft. Dass ihr nicht mehr drüber nachdenken müsst, welche Hand kommt jetzt. Okay? Und dann, wenn ihr denkt, das läuft gut, dann haltet das für 20, 30 Sekunden und danach bildet ihr das nächste Sticking und übt das für eine Weile. Und je häufiger ihr das macht, desto natürlicher kommt es euch vor und irgendwann, wenn wir das dann am Drumset anwenden, denkt man gar nicht mehr so groß drüber nach. Okay, dann geht's jetzt weiter mit Group 2 Stickings. Group 2 Stickings haben zwei Einzelschläge, also einfach abwechselnd. Danach Doppelschläge. Das kürzeste Group 2 Sticking ist also vier Schläge lang, nämlich zwei Einzelschläge und ein Doppelschlag. Und dieses Sticking wechselt die Hand. Das heißt, bei der Wiederholung ist die andere Hand dran. Also ich spiele es mal am Stück. Wenn euch dieses Sticking bekannt vorkommt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass das ein Paradiddle ist. Und zwar ein Paradiddle, wo die beiden Einzelschläge betont sind. Next längeres Group 2 Sticking hat zwei Einzelschläge und zwei Doppelschläge. Einzel, Einzel, Doppel, Doppel, Doppel. Dieses Sticking wechselt nicht die Hand, also müssen wir es auch linksrum üben. Wenn euch das bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass das ein Paradiddle-Diddle ist. Oder ein Six-Stroke-Roll, wenn man es ein bisschen dreht. Also recht beliebtes Sticking auch. Das nächste hat zwei Einzelschläge und drei Doppelschläge. Ist insgesamt acht Schläge lang. Dieses Sticking, manche nennen das ein Paradiddle-Diddle-Diddle. Ich habe auch schon mal gehört Triple Paradiddle, aber ich glaube, Triple Paradiddle wäre eher sechs Einzelschläge und ein Doppelschlag. Keine Ahnung. Also, ne? So, das nächste wäre zwei Einzelschläge und danach, wie viele Doppelschläge? Vier Doppelschläge. Aber ne, ihr habt das Prinzip schon verstanden, könnt ihr euch dann selbst herleiten. Machen wir weiter mit Group 3 Stickings. Group 3 Stickings haben drei Einzelschläge. Danach Doppelschläge, also. Das kürzeste Group 3 Sticking war dieses hier. Es ist fünf Schläge lang und es wechselt nicht die Hand. Wir müssen es also linksrum spielen. Das nächste Group 3 Sticking hat drei Einzelschläge, zwei Doppelschläge. Also. Sieben Schläge lang, wechsel die Hand. Müssen wir also nur einmal üben. Das nächste hat neun Schläge und wechselt nicht die Hand. Also drei Einzelschläge, drei Doppelschläge. Und linksrum. Jo. Das nächste hätte dann elf Schläge und dann 13 und so weiter und so fort. Wir machen weiter mit Group 4 Stickings. Group 4 Stickings, vier Einzelschläge, danach Doppelschläge. Das kürzeste hat vier Einzelschläge, ein Doppelschlag, wird im Volksmund auch Doppelparadiddle genannt. Dann geht's weiter mit dem Paradiddle-Diddle. Para-Paradiddle-Diddle, sorry. Vier Einzelschläge, zwei Doppelschläge. Also vier Einzelschläge, zwei Doppelschläge.
Müssen wir linksrum üben, weil es wechselt nicht die Hand. Weitermachen wir mit Group 5 Sticking. Und Group 5 sind die letzten, die ich mache. Klar, könnte man jetzt unendlich fortführen, aber bis 5 macht es eigentlich so richtig Sinn am Schlagzeug. Da gibt es gute Anwendungen für. Also das kürzeste Group 5 Sticking hat 5 Einzelschläge und einen Doppelschlag. Wechselt nicht die Hand, müssen wir also auch linksrum spielen. Das nächste hat 5 Einzelschläge, 2 Doppelschläge. Ist also insgesamt 9 Schläge lang. Und so weiter und so fort. Und an der Stelle höre ich mal auf jetzt damit. Ich denke, ihr habt alle das Prinzip verstanden. So, in den nächsten Videos gehe ich konkrete Beispiele durch. Ich gebe euch dann zu jedem Beispiel mindestens 1 oder 2 Aufgaben und Übungen, die ihr machen könnt. Für jetzt zum Üben, macht das einfach mal so, wie ich es gerade gemacht habe. Geht der Reihe nach diese Stickings durch. Ich würde die Stickings maximal so 10, 11 Schläge lang machen. Also wenn ihr ein Group 1 Sticking habt, dann einen Einzelschlag und dann ja, maximal 5 Doppelschläge, das wäre 11 Schläge lang schon. Also damit die Stickings nicht zu lang werden. Okay? Wie gesagt, denkt mal noch nicht in Notenwerten. Also spielt einfach nur die Stickings, denkt einfach nur in Einzelschlägen und Doppelschlägen. Versucht möglichst relaxed zu spielen, also ne, nicht die Stöcke so festzuhalten, sondern ganz locker einfach. Die Einzelschläge alle laut. Die Doppelschläge schön prellen lassen, ganz, ganz entspannt. Das muss ganz easy von der Hand gehen. Okay, das erstmal der Einstieg zum Thema Group Stickings. Ich hoffe, ihr bleibt da dran und übt das schon mal ein bisschen. Ich verspreche euch, wenn man Group Stickings kann, das eröffnet eine völlig neue Welt, die den oder zu vielen Schlagzeugern nicht bekannt ist. Die meisten spielen irgendwie ihre Paradiddles und ihren Doppelparadiddle hier und da mal. Aber es gibt so viele andere Stickings, die man spielen kann. Und wenn man mit diesen Group Stickings arbeitet, dadurch, dass die sehr systematisch sind, kann man sich im Prinzip jedes beliebige Sticking später mal zusammenbauen und das als Group Sticking denken. Und das macht es so viel einfacher und es eröffnet wirklich eine völlig neue Welt am Schlagzeug. Als ich Schlagzeug studiert habe, war das erste Thema, das ich gelernt habe, und zwar damals von Ralph Humphrey. Und Ralph ist ein recht bekannter Schlagzeuger, hat mit Frank Zappa gespielt, der hat mir dieses Konzept beigebracht. Und die ersten paar Wochen, als ich das gemacht habe, dachte ich so, okay, warum übe ich das jetzt? Und irgendwann saß ich am Schlagzeug in der Session und habe irgendwas gespielt und dachte so, okay, ne, man spielt dann irgendwelches Zeug und merkt, oh, das war gerade Group 3, geil. Also das dauert so ein bisschen, bis man da drin ist. Aber wie gesagt, wenn man da drin ist, dann ist das einfach eine völlig neue Welt. Lohnt sich absolut, da Zeit zu investieren. Und ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich schon auf die ganzen nächsten Videos, wo es dann an konkrete Beispiele geht. Aber für heute erstmal nur der Einstieg. Jo, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß dran und könnt damit was anfangen. Hinterlasst mal einen Kommentar, ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.